Wolfgang, welche Spiele hast du schon im Stadion live gesehen? Hannover 3:0 gegen Dortmund, deutscher Meister. 62 in Berlin gegen Köln, 4:0 verloren ist Endspiel. 62 in Hannover gegen Düsseldorf, Pokalsieger mit 2:1. Und 68 ist das Spiel, das letzte Heimspiel gegen Dortmund, wo wir 2:0 gewonnen haben. Da bist du mit Max Mollock als Einlaufkind reingelaufen, oder? Und dann bin ich noch in 82 in Frankfurt gewesen, gegen die Bayern ist Pokalendspiel 4:2 verloren haben, nach 2:0 Halbzeit. Und jetzt kommt noch die Prognose, wie es heute ausgeht. Und heute? Es ist eine Ehre, für diese Stadt, diesen Verein und die Bewohner Nürnbergs zu spielen. Nur die Altesten in der Radwerke und der großartige FC Nürnberg niemals umgehen. Unser Hauptsponsor, die Nürnberger Versicherung, präsentiert uns die Startaufstellung. So lässt unser Trainer Markus Weinz hier heute spielen. Im Tor unsere Nummer 26, Christian Ortega. Unsere Nummer 4, James Lorenz. Unsere Nummer 5, Johannes. Unsere Nummer 6, Lino. Unsere Nummer 10, Max. Unsere Nummer 15, Fabian. Der Kapitän, unsere Nummer 16, Christopher Schindler. Unsere Nummer 17, Jens Rasko. Unsere Nummer 23, Quattro. Unsere Nummer 28, Jan. Und unsere Nummer 23, Christoph. Auf der Bank außerdem mit dabei unsere Nummer 1, Kai Klaus. Unsere Nummer 3, Sanik Fofana. Unsere Nummer 7, Felix Duckhepper. Unsere Nummer 11, Felix Schubert. Unsere Nummer 13, Erik Lekesser. Unsere Nummer 18, Manuel Winsheim. Unsere Nummer 20, Pascal Köpke. Unsere Nummer 22, Enrico Valentini. Und unsere Nummer 36, Lukas Schaller. Liebe Clubfans, auf den Autoturnen gehen wir leider zu Wohle und Hauptkultur. Auf mit den Schals, hier ist für euch die Legende Liga. Was war das für ein Spiel am letzten Samstag auf dem Betzenberg in Kaiserslautern? Der erste FC Nürnberg brachte es in 94 Minuten nicht ein einziges Mal fertig, auf das gegnerische Tor zu schließen bzw. einen Abschluss zu machen. Und Kaiserslautern hatte einige hochkarätige Torchancen und wir haben es eigentlich nur Christian Martinia zu verdanken, dass wir wieder ohne Gegentor geblieben sind und einem aufmerksamen Videoassistenten im Kölner Keller, der eine klare Fehlentscheidung, bei der ein Handelfmeter gegen Nürnberg gegeben werden sollte, noch korrigierte, als in der Zeitlupenstudie zu sehen war, dass ein Kaiserslauterner Spieler mit dem Arm den Ball berührte und nicht ein Nürnberger Verteidiger. Es wird immer wieder über den VAR diskutiert, heute nicht. Markus Weinz hier. Weiß aber ganz genau, dass er mehr Offensivaktionen bringen muss, wenn er nächsten Sonntag gegen den 1. FC Magdeburg mehr als nur ein torloses Unentschieden rausholen will. Wir müssen 3 Punkte holen, sonst wird es eine ganz traurige Winterpause, weil wir dann wirklich den Anschluss zum Mittelfeld zu verlieren drohen. Also es müssen 3 Punkte gegen Magdeburg nächsten Sonntag her. Und das heißt, wir müssen auch nach vorne erfolgreich gefährliche Situationen herbeiführen und
Tore schießen, Tore schießen, Tore schießen. Quadvodua, der aus der Schweiz gekommene Stürmer mit einer wunderbaren Endgeschwindigkeit, muss einfach noch besser den Anschluss zur Mannschaft finden. Seine Laufwege und die klugen Pässe auf ihn muss einfach noch optimiert werden und besser zusammenpassen. Dann wird er uns auch noch mit vielen schönen Toren erfreuen können. Bisher hat er seine Stärken noch nicht wirklich sichtbar auf den Platz bringen können, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir noch sehr viel Freude mit ihm haben werden. Am besten gleich nächsten Sonntag im Spiel gegen Magdeburg. Sicher hat Markus Weinzel mit seiner Riesenerfahrung auch heute wieder das ein oder andere gesehen, was er verbessern kann. Da muss sein. Sehr gut. Voll im Pferd zum Stürmer werden. Aufmerksamer Beobachter Olaf Rebbe, kurz davor den nächsten Transfer auszuhandeln. Überragend pariert von Christian Martinian, 68. Minute. Die Führung für Kaiserslautern ist überfällig. Sie wäre verdient.
aber der Club hat Christian Martinia. Haben dir die Mannschaftskameraden... Da ging es dann ausgegeben nach dem Kaiserslautern-Spiel. Aber der Punkt könnt ihr ganz alleine von Kaiserslautern. Wollen wir hoffen, dass am Sonntag alles gut geht und wir die 3 Punkte einfahren.